you dresser to get love. But guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mein Weihnachts-Make-up-Tutorial. Und wir fangen direkt mal an mit meiner Haarbinde. Das Etikett ist noch dran, weil ich das noch zurückschicken werde. Ist von Kick. Link in der Beschreibung. Ja, alles sitzt, alles schön verstecken. Ja, meine Haut ist sehr schön, wie ihr alle sehen könnt. Ja, sehr rein, bla bla bla. Und dann fangen wir direkt mal mit dem Make-up. Schön auf die Wangen verschmieren, Stirn und natürlich auf die Nase. Dann mit dem Make-up verschmieren und abtupfen danach. Ja, schön gleichmäßig. Ich sehe danach gleich aus wie eine Leiche, aber das ändern wir noch, keine Sorge. Danach nehmen wir den Pinsel, tun nochmal Make-up drauf. Ein bisschen viel, aber das verschmieren wir gleich auch. Oh Gott. Schön auf die Nase, aufpassen nicht auf die Lippen. Um die Augen. Ja. Halsbereich ist auch sehr wichtig, nochmal abtupfen. Ups, da ist was auf die Lippen gekommen. Das tun wir schnell weg. Als nächstes dann bürsten wir die Augenbrauen und benutzen Puder. Ups. Und machen die Konturen. Nicht zu viel natürlich. Und was benutzt ihr denn für einen Pinsel? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare und lasst mir direkt ein Like da. Ja. Dann nochmal die Augenbrauen bürsten. Und jetzt die Augenbrauen ausmalen. Ups, da ist ein bisschen... Wir wollen ja nicht, dass ihr McDonald's Augenbrauen bekommt. Ja. Ja, das stimmt alles so. Das stimmt. Dann die andere Seite ist auch wichtig. Im Prinzip müsst ihr genau das Gleiche machen, was ihr auf der anderen Seite gemacht habt. Wenn ihr das nicht mehr wisst, spult doch mal kurz zurück. Oh, was habe ich denn? Wo ist denn das? Oh scheiße. Loco, yeah. Ja, dann als nächstes nehmen wir den Mascara, glaube ich zumindest, das ist der Mascara, und verfeinern nochmal die Augenbrauenkonturen. Vorsicht, dass das nicht ins Auge geht. Und wie ihr gerade gesehen habt, habe ich einen Farbkasten rausgeholt. Faber-Castell ist die Marke. Und nehmen wir mal einen roten Ton, schön um die Augenlider verteilen. Vorsichtig, das sind die Augen. Und dann nehmen wir mal einen anderen Farbton, ein helleres Rot, damit das einfach mal betonter aussieht. Da wieder aufpassen, ne? Yeah, yeah, oh yeah. Als nächstes müssen wir die Augenbänder wegtuschen, wieder mit den Abtupfer. Ups, das ist ein bisschen was daneben gegangen. Nochmal schön verteilen. Nicht einatmen bitte, ne? Das ist sehr giftig. Nehmen wir den Selbstbräuner als Puderversion und machen ein Duckface dazu. Damit, ich weiß es leider auch nicht, damit es einfach nur schöner aussieht, denke ich mal. Die Stirn und die anderen Sachen. Ach, das ist ein Highlighter von der Marke Balea. Und damit ich halt echt wunderschön glitzer. Für den ganzen Abend. Yeah. Yeah. Oh Gott. Oh Gott. Das war ein bisschen zu viel. Als letztes nehmen wir einen Lippenstift. Oh, oh. Ein bisschen zu viel aufgetragen. Und damit ich halt glossy bin. Ja. Es sieht eigentlich ganz okay aus. Alles sehr fresh. Jetzt nehme ich meine Haarbinde nochmal ab. Und jetzt kann ich das auch nochmal zurückschicken. Ja, es sieht eigentlich ganz okay aus. Ich hätte es mir ein bisschen besser vorgestellt. Aber man kann es so lassen. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Muah!